Hast du auch viele Fotos auf deinem Smartphone, die eigentlich gar nichts geworden sind, weil sie doppelt oder vielleicht verschwommen sind? Dann bist du heute genau richtig, denn wir räumen einmal unsere Fotogalerie auf und schauen, dass wir die Fotos entfernen, die wir eben nicht mehr benötigen. Ich heiße dich jetzt erstmal recht herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal Anjas Themenkiste und würde sagen, wir springen einmal direkt in unsere Fotogalerie. Also, wir öffnen uns einmal die Galerie und dann sehen wir auch schon unser ganzes Sammelsurium an Fotos und Videos. Ich habe hier die ein oder anderen Fotos drauf, die auf jeden Fall weg können. Und um das Ganze zu löschen, musst du folgendermaßen vorgehen. Wir tippen einmal etwas länger auf ein Foto drauf, dann wird dieses Foto durch diesen kleinen Haken hier markiert. Jetzt siehst du vielleicht auch schon im unteren Bereich, dass sich hier eine kleine Symbolleiste aufgemacht hat, wo du einen Papiereimer findest. Wenn du hier einmal drauf gehst, dann kannst du dieses Bild in den Papierkorb verschieben. Musst du hier nochmal bestätigen, das mache ich. Und dann ist das Bildchen einmal weg. Wenn du jetzt aber, wie in meinem Fall, wirklich einige Bilder hast, die du löschen möchtest, dann gehst du folgendermaßen vor. Wir gehen wieder mit einem Finger etwas länger auf ein Foto drauf, bis das markiert ist. Und jetzt siehst du auch, dass bei den anderen Bildern so ein kleiner runder Kreis erschienen ist. Das heißt, jetzt kann ich mir hier die Fotos oder auch Videos markieren, indem ich nochmal kurz drauf tippe, die ich denn auch gelöscht haben möchte. Ich wische hier mal noch ein bisschen runter. Da habe ich auch noch was ich löschen möchte. Und da habe ich auch noch was ich löschen möchte. So. Und dann kann ich eben diese Auswahl, die ich getroffen habe, in einem Schwung mit Löschen in den Papierkorb befördern. Ich lösche das einmal wieder und schwuppdiwupp sind die ganzen Bilder und auch die Videos verschwunden. Und das war im Endeffekt auch schon die ganze Löschaktion. Heute nur ein sehr kurzes, aber hoffentlich hilfreiches Video für dich. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne wieder einen Daumen nach oben da bzw. abonniere meinen Kanal. Und wenn du grundsätzlich bessere Bilder schießen möchtest, damit du nicht mehr so viel löschen musst, dann bleib jetzt dran. Ich verlinke dir hier ein Folgevideo, in dem ich dir ein paar Tipps und Tricks an die Hand gebe, wie du mit deinem Smartphone tolle Bilder schießen kannst. Also dranbleiben, draufklicken, weiterschauen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao!